Nennen Sie Dokumente, die im Qualitätsmanagement eine Rolle spielen. Sehr allgemein gehaltene Frage, ne? Dokumente, die hier eine Rolle spielen. Man könnte auch sagen, die eine Rolle spielen können, dann ist man noch freier. Also was könnte das sein? Da können wir mal anfangen mit Fehlersammelliste. So fängt es nämlich fast immer an, ne? Fehlersammelliste. Dann können wir nehmen Ishikawa-Diagramm. Ja, dann können wir nehmen einen Netzplan. Warum denn nicht? Ja, kann im Qualitätsmanagement eine Rolle spielen. Soll mal einer erstmal das Gegenteil beweisen. Dann Arbeitsanweisungen. Das würde niemand bestreiten, dass das hier eine große Rolle spielt. Arbeitsanweisungen und Verfahrensanweisungen. Ja, das können wir hier mal als einen Punkt zusammenfassen, auch damit ich hier ein bisschen Platz habe. Dann Checklisten. Wer wollte das bestreiten? Ja, Checklisten und das Pareto-Diagramm. Und natürlich auch die Visualisierung von der Fehlersammelliste. Also man könnte hier noch ergänzen, Säulendiagramm. Ja, Sie sehen, wenn Sie einmal die Kurve gekriegt haben, dann fällt Ihnen auch einiges ein. Schwierigkeit ist immer am Anfang hier die Kurve zu kriegen, also sozusagen die Brücke zu bauen von der Frage zu dem, was man gelernt hat. Wie kriegt man diese Brücke hin? Ja, das ist die entscheidende Frage. Wollen Sie was darüber lernen? Wollen Sie lernen, ohne zu leiden? Dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Der führt Sie direkt zu meinem Schnelllernsystem. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.